Hallo Freunde, heute habe ich nochmal ein kleines Hochwasservideo aus Koblenz vom 15. Dezember 2023 für euch erstellt. Nachdem das letzte Hochwasservideo aus dem Monat November so gut bei euch angekommen ist, habe ich mich direkt an die Ufer von Rhein und Mosel begeben, als ich wieder hörte, dass das Wasser am Steigen ist. Bleibt also dran und seht den Wasserstand bei einem Pegel von um die 6 Meter in Koblenz. Direkt nach dem Intro geht es weiter. Wir beginnen unsere Reise am Peter-Altmaier-Ufer an der Mosel. Hier sehen wir auch schon den Einsatzleitwagen der Berufsfeuerwehr Koblenz an uns vorbeifahren. Wahrscheinlich auf Kontrollfahrt oder ähnliches. Das Stück Peter-Altmaier-Ufer ab der Europabrücke bis hin zur Schlachthofstraße ist aktuell schon gesperrt. Noch ist der Weg Richtung Deutsches Eck aber frei und offen. Noch. Ach ja, das eben erwähnte Hochwasservideo aus dem Monat November 2023 habe ich für die, die es noch nicht kennen, unten in der Beschreibung verlinkt. Aber springen wir nun erstmal auf die andere Seite von Koblenz, und zwar zum Rhein. Hier wird gut die starke Strömung des Rheins sichtbar und die großen Mengen an Treibhölzern im Rhein bzw. auch den ein oder anderen Bäumen. Die Uferpromenade an unserem Standort ist aktuell noch frei von Wasser und somit auch für uns begehbar. Sind wir aber erstmal am Pegelhaus vorbei, tritt langsam aber sicher das Wasser auf die Uferpromenade über. Am Anfang scheinen es nur wenige Zentimeter zu sein, aber weiter in Richtung Deutsches Eck wird es an einigen Stellen wesentlich höher und macht dadurch bedingt an einigen Stellen die schöne Promenade unpassierbar. Trotz des Hochwassers gibt es hier unten am Rhein aber auch etwas Schönes zu sehen, die beleuchtete Talstation. Von hier aus fahren die Gondeln der Seilbahn zu der Bergstation an der Fessung am Breitstein hinauf. Bei meinem letzten Hochwasservideo habe ich euch auch einige Details zu der Seilbahn genannt, deswegen lasse ich diese Informationen bei diesem Video einmal aus. Am Deutschen Eck angelangt, ist durch ein Absperrband und vor allem durch das steigende Wasser der untere Weg komplett gesperrt. Normalerweise geht es hier noch einige Meter die Treppenstufen hinunter.
Nun stehen wir quasi zwischen Rhein und Mosel am deutschen Eck und haben vor uns das Kaiser-Wilhelm-Denkmal stehen und zu bestaunen. Ja, ich weiß, meine Handykamera hat eine bescheidene Qualität, was die Dunkel- und Nachtaufnahmen angeht. Ich bitte dies mir zu verzeihen. Dasselbe Spiel, das wir auf der Rheinseite hatten, haben wir natürlich auch auf der Moselseite vor uns zu sehen. Hohes Wasser, überflutete und gesperrte Wege, starke Strömungen und. Das Wasser hat nun den Pegelstand von knapp 6 Metern überschritten und ist somit auch über der Hochwassermarke eines zweijährigen Hochwassers drüber. Die zweijährige Hochwassermarke liegt übrigens bei einem Pegelstand von knapp 5,90 Meter. Das Wasser wird noch um einige Zentimeter steigen, dann wird es aber auch in den nächsten Tagen wieder absinken. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, Glück im Unglück. Denn man ging erst von einem wesentlich höheren Wasserstand aus, da aber viele Regenfälle in den letzten Tagen erst gar nicht oder nur leicht eingetreten sind, kam es zum Glück nicht zu der erst erstellten Prognose. Nichtsdestotrotz wurde am Abend aber auch das Stück des Peter-Altmaier-Ufers zwischen der Balduin-Brücke und der Europabrücke gesperrt, da nun auch hier das Wasser die Straße zu überfluten drohte. Das war es mit meinem kleinen und vor allem sehr spontanen Hochwasservideo vom 15. Dezember 2023. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch gerne ein Like, ein Kommentar oder wenn noch nicht geschehen, ein Abo. Das ist kostenlos und ihr verpasst auch in Zukunft keines meiner vielfältigen Videos mehr. Also Freunde, macht es gut und bis bald.